Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Wir sind mal wieder auf dem Pack-and-Play-Team, beziehungsweise wir sind auf unserem Fitness-Team, weil mit den Jungs wollen wir heute mal eine Runde spielen, mit die anderen mal wieder ein bisschen fitter werden. Die anderen wären eigentlich noch bereit für ein Spielchen, aber ich denke mal, wir spielen jetzt mal eine Runde mit dem Fitness-Team und kriegen jetzt erstmal ordentlich auf die Fresse. 4-1-2-1 wäre sowieso nicht meine Aufstellung und das Spielermaterial, naja, ist jetzt nicht der Hammer, aber wir holen natürlich das Beste raus, was möglich ist. Wenn wir denn erstmal in die Liga reinkommen, also müsste schon mal sein, auf unserem Hauptaccount mit Ronaldo und so hatte ich gestern leider den ersten Disconnect. Also ich habe es mir schon gedacht. Ich habe halt in letzter Zeit nur fürs Let's Play aufgenommen, deswegen ist es mir nicht so aufgefallen. Davor habe ich halt viel auch noch privat mal gespielt und da fällt sowas natürlich mehr auf. Und ja, es war schon wieder ein Disconnect. Ich habe 3-0 geführt nach 30 Minuten oder so. Und ja, dann Gegner hat Pause gedrückt, hat glaube ich sogar Quit gedrückt, also dass er rausgegangen ist. Dann stand da erst Verbindung zum Gegner unterbrochen und danach kam dann von EA-Servern Verbindung unterbrochen. Dann bin ich wieder in Ultimate Team rein und dann standardmäßig, ja bla, du hast ein Spiel abgebrochen. Ja, sicherlich, mache ich immer, wenn ich 3-0 führe und der Gegner, wie gesagt, ich glaube, er hat dann gerade gequittet, weil er hat Pause gedrückt und dann war erst die Meldung, dass Verbindung zum Gegner weg war und danach kam halt diese EA-Verbindungsmeldung. Naja, ich meine, ich habe das schon mal gesagt, Statistik ist mir Latte. Nur, ich habe gedacht, vielleicht ist ja jetzt hier erstmal Spiel suchen. Es dauert irgendwie extrem ziemlich heftig lange. Ich weiß nicht, was hier los ist. Also alleine um in diesen Modus hier reinzukommen. Hier ist übrigens unser Team, unser zweites Team mit der 4-1-2-1-2. Unser Hauptteam in Anführungszeichen ist hier auf der Bank. Ja, ich hatte ja gedacht, vielleicht, dass meine Internetverbindung wieder ein bisschen besser ist jetzt momentan, weil ich habe halt so ein schwankendes Drecks-Internet. Also, das ist irgendwie sowas über hier Funk und sowas. Und das heißt, ich habe zu guten Zeiten habe ich einen Download von so 10.000er in, DSL, aber das schwankt halt zwischen 3 und 10.000, wie es will. Und durch diese Schwankungen passieren diese Disconnects immer. Das ist immer ganz komisch, also es ist eine ganz komische Leitung, die ich da habe. Und ja, aus dem Grund mache ich mir doch keine großen Hoffnungen mehr, dass ich da noch irgendwas bessern sollte. Jetzt hoffe ich mal, dass wir jetzt hier endlich mal einen Gegner finden, ey. Regt mich schon wieder auf, den ganzen Abend waren diese scheiß EA-Server wieder im Arsch. Also die haben ja seit Samstagabend ging ja eigentlich gar nichts richtig ordentlich. Immer mal zwischenzeitlich, aber den meisten Teil der Zeit waren die Server irgendwie im Arsch. Und ja, jetzt fliege ich zwar nicht mehr aus Ultimate Team raus, aber anscheinend finde ich hier auch keine Gegner. Jetzt haben wir einen. Limo FC, bitte, bitte bleib drinne. Bitte, es ist alles grün. Komm, drück einfach nur weiter. Bitte. Oh, jetzt mach einfach nicht Faxen oder so, drück einfach weiter. Ich will jetzt hier auch nicht rausgehen. Ja, ich krieg so's Kotzen, ey. Keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, ob er drinne war und mich gesehen hat, weil manchmal ist es ja auch so, dass man irgendwie den Gegner zwar sieht, aber der ist eigentlich schon lange raus und dann kriegt man das erst ein bisschen später mit. Also ich will ihm da jetzt keinen Vorwurf machen. Aber manche sind ja auch der Meinung, einfach mal rauszugehen, warum auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht mag er unser Galatasaray-Logo nicht so. Wer weiß. Aber jetzt sollten wir endlich mal einen Gegner finden hier. Ja, ach, das ist schon wieder der Limo. Nee, dann glaube ich schon, dass er drin ist. Nur ich weiß nicht, warum er nicht gegen uns spielen will. Es gibt ja überhaupt keine Gründe dafür. Unsere Verbindung ist durchgehend grün, also es ist noch nicht einmal kurz auf Orange gewesen. Und ja, es gibt überhaupt keinen Grund für ihn, außer unser Wappen. Aber ich weiß nicht, was jetzt am Gala-Wappen so schlimm sein sollte. Und unser Team heißt Seconf. Also auch nicht irgendwas, was schlimm sein könnte. Manche quitten ja tatsächlich wegen Wappen oder Trikots oder wenn das Team irgendwie, was weiß ich, Robben heißt oder irgendwie sowas in die Richtung, gibt es ja tatsächlich welche. Naja. Okay, ich muss ehrlich zugeben, ich quitte auch, wenn zwei Gegner drin sind. Das habe ich aber schon mal erklärt, weil es ist, wenn die Gegner es drauf haben, ist es einfach komplett unfair. Da kannst du alleine so gut sein, wie du willst. Wenn du gegen zwei Leute spielst, die richtig gut zusammenspielen können, dann hast du immer die Arschkarte gezogen. Auch wenn du jeden einzelnen von denen zerstören würdest, in Anführungszeichen. So, All-Stars, jetzt ein anderer Gegner. Sehr schön. Trikots passen auch weiter direkt. Joa, was heißt sehr schön? Wir haben jetzt schon wieder 5 Minuten rum, nur um Gegner zu finden. Ist schon krass.
dieser Ladescreen bis zu den Trikots dauert bei mir seit Samstag circa, seit diesen Server-Fails, dauert der immer so lange. Aber ich glaube, beim Gegner dauert es auch immer so lange, weil der Gegner war bis jetzt immer noch drinne, wenn ich dann hier in diesem Screen war. Diesmal auch, sehr schön. Oh, ach du Scheiße, okay. Er hat zwar nur zwei Links, aber ich meine, er hat überall die richtige Position, Aufstellung. Und vor allem richtig starke Einzelspieler. Reus, Podolski, Eto'o, Vidal, Lennon, Elise, Coentrao, Vermaelen, Cahill, wer waren? Perea war, glaube ich, aus und Marchetti im Tor. Also ja, ich denke mal, wir haben das ganz, ganz klar schlechtere Team. Und ich glaube, da auch grüne Chemie hatte, 85 oder sowas in die Richtung, ich weiß nicht mehr genau. 4-1-2-1-2 übrigens werden wir jetzt mal defensiv Konter probieren, weil wo wir mal Viererketten ausgetestet haben, hatte das irgendwer empfohlen, also warum nicht? Boah, ach du Scheiße. Das kann hier wirklich ein Spielchen werden, ich bin schon richtig gespannt. Also, wow. Was haben wir denn eigentlich für Leute vorne? Boah, da fackelt der mich aber hier um. Spiel! Ja, denkst du dir? Ja, komm, push dich mal, wer das auch immer ist. D'Alessandro. Eieiei, das kann was werden. So ganz hat er Chemie vielleicht nicht verstanden, aber wie gesagt, er hat ja alleine, wenn du richtige Position und richtige Aufstellung hast, hast du schon mal 6 Chemie, egal was dann noch mit den Links passiert. Und die Leute, die dann so noch eine Verbindung hatten, haben dann auch 7 Chemie. Entschuldigung. Und das war, glaube ich, D'Alessandro. 10er würde ich mal schon sagen. Ich glaube, der ist ein Linksfuß, oder? Weil wenn er kein Linksfuß ist, mit rechts kann man den mal ganz gut machen. Und ich meine, er ist jetzt auch keiner von so Non-Rare-Spielern, die jetzt unbekannt sind. Er ist ja schon ein glänzender. Ja, er läuft mir auch hier die Spiele an. Das hat er jetzt gut gemacht. Sehr schön von ihm. Also, ja, ich bin jetzt natürlich nicht... Ja, oh, ach du Scheiße. Ja, Pulli mit rechts, aber hat er natürlich gut gespielt. Abwehr komplett ungeordnet gewesen. Eieiei, ja, das ist jetzt wirklich ein richtig schweres Spiel. Das ist, glaube ich, das erste, was richtig schwer wird. Weil davor das Spiel, ich meine, da fand ich uns sogar stärker. Aber ich glaube, hier können wir nicht unbedingt viel Druck aufbauen gegen den Gegner. Er hat einfach das klar bessere Spielermaterial. Und vor allem das Wichtigste halt die Chemie auch noch dazu. Oh, hier Alvaro zwar durchgesteckt, aber der läuft irgendwie auch wie ein Panzer. Also sein Antritt ist jetzt nicht vom Feinsten. Ja, aber wir müssen natürlich hier alles geben. Ich meine, selbst wenn wir hier nur einen Unentschieden holen, das ist ja jetzt Liga, wäre jetzt auch nicht so schlimm. Aber eigentlich will ich natürlich jedes Spiel gewinnen. So, jetzt ziehen wir mal hier. Oh, alter Vater. Ja, Elise 93 Pace oder sowas. Da kannst du hier nicht mit dem Alvaro durchrennen oder wer es war. Raphael ist jetzt auch nicht so der Schnellste. Jetzt ziehen wir mal hier mit Raphael. Er zieht auch die Leute immer von hinten drauf. Hat der nicht schon Geld bekommen, der Vidal? Ah ne, wurde wahrscheinlich nur verwarnt. Mal gucken, vielleicht haben wir einen heftigen Freistoßschützen und machen hier ein Tor per Freistoß. Pilar haben wir, okay. Was haben wir noch? FSP. D'Alessandro, okay, der ist auch Linksfuß. Ja, wir machen das jetzt einfach mal mit ihm. Und... Na, der war ein bisschen zu feste. Ja, man muss sich halt mit so Freistoßschützen erstmal einschießen. Man weiß nie so ganz genau, wie fest man drücken darf. Das ist immer unterschiedlich. Hüpf. Raphael. Flanke. Boah, nein, ey. Da war so klar, gar, glaube ich, dieser große, ich weiß nicht genau, wie er heißt, Alvaro oder sowas. Also den muss er dann natürlich eigentlich köpfen. Er war auch vorne. Und wenn die Spieler vorne sind, heißt es ja meistens, dass sie drankommen. Oh, richtig eklig. Das Ekligste ist eigentlich der Pace von ihm, weil wir halt nicht unbedingt schnelle Leute haben. Hier wollte ich erst mit dem Torwart raus, war mir dann aber doch nicht mehr so sicher, hab ihn dann mal drinnen gelassen. So, sehr schön abgenommen, nicht vorbei. So, jetzt aber. Und jetzt hier auf Cutlets. Er stellt hier auch gut zu. Also er ist nicht so einer, der nur jetzt gute Einzelspieler hat, sondern er kann auch spielen dazu. Opa, sonst hätten wir ihn vielleicht, wenn er jetzt wirklich so ein richtiger Anfänger gewesen wäre, auch mit dem Team fertig gemacht. Also einfach fertig gemacht, sagen wir mal so. Hier ist nämlich auch noch nichts gegessen. Wir können das Spiel natürlich gewinnen. Aber es ist halt eine schwere Angelegenheit. Und opa, so. Da muss man halt hier auf so Dinge aufpassen. Er darf am besten gar nicht schicken. Ja, Alvaro.
Flanke. Ah, verdammt, ja. Die Jungs sind halt nicht die schnellsten da vorne. Mit so einem Robben bist du dann halt durch und da kannst du das Ding in die Mitte bringen. Nur als Beispiel, aber mit so einem Alvaro, nee, der wird dann schon mal nochmal aufgehalten. So, push ihn weg hier. Ja, ich spiele ihm hier direkt in die Füße. Natürlich wollte ich den zum Innenverteidiger spielen. So, jetzt mal hier wieder auf Alvaro. Und Raphael Ball durchlassen. Ja, scheiße, er hat hier hinten auch alles zugestellt. Jetzt mal hier ein bisschen schneller gespielt. In der Mitte, weiß ich nicht. Also die Namen kann ich hier noch gar nicht, ne? Ist ja unser Second Team und so. Also da müsst ihr mir verzeihen. So. Ja, jetzt wird es, glaube ich, klingeln. Ne, das dürfte Abseits sein, oder? Ja, sehr schön. Puh. Ich dachte, er wäre mit diesem Spieler schon durch. Ich glaube, Vidal war es. Aber Gott sei Dank nicht hier jetzt auf ihn. Ich sag mal ihn. Ich weiß nicht, wer es ist. Alvaro, okay. Alvaro ist schon ganz gut im Spiel beteiligt bisher. Ich überlege gerade echt, ob wir in der Halbzeit vielleicht Martinez bringen sollen. Außer Raphael. Ah, Raphael heißt er doch, oder? Den muss er dann halt leider machen und darf sich nicht halb auf die Fresse packen. Scheiße. Aber da kommt irgendwer. Badei. Okay, schade. Ah, den muss Raphael jetzt eben eigentlich schon machen. Er war natürlich ein bisschen bedrängt, aber weiß ich nicht, 10 Metern? Ich hab's nicht mehr genau im Kopf. Ja, er darf nicht vorbeiziehen, weil er ist 100% schneller. Hüpf, sehr schön. So, geklärt. Raphael, bringen wir das Ding jetzt auf Alvaro. Okay. So, Raphael. Raphael, sind wir durch? Raphael, sind wir durch? Raphael. Ja, sehr schön. Heißer Raphael, oder? Ja, ich musste erstmal nachgucken. Raphael macht hier das 1:0. Boah, Alter. Firefly, haben wir nicht schon mal gegen den gespielt? Irgendwie sagt mir der Name was. Ach, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht. So, D'Alessandro. Sehr schön von D'Alessandro durchgegangen. D'Alessandro hat einen linken und der macht das 2:0. Sehr geil. Boah, Alter, gegen so ein Team freut einen das dann wirklich. Also, ich meine, ohne wieder arrogant zu wirken oder so, aber ich denke mal, mit einem normalen Team führen wir halt hier jetzt schon und Gegner hat vielleicht sogar schon gequittet. Aber wenn du dann halt wirklich hier so eine richtige Challenge hast, ist das schon irgendwie geil. Weil ich meine, eigentlich müsste er mit so einem Team gegen unser Team schon ein Tor gemacht haben. Also, das würde ich mal voraussetzen. Weil ich meine, da kannst du noch so gut spielen. Das Team hier ist wirklich sehr schwer spielbar bisher. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie Katastrophe ist bisher. Ich meine, er hat halt wirklich sehr gute Spiele und bis jetzt haben wir noch nicht allzu viel zugelassen. Ein bisschen natürlich schon, zum Beispiel das Ding, was Poldi komplett frei daneben ballert. So, Cutlets ist nicht der schnellste. Jetzt hier vorne rein. Ah, da ist auf dem falschen. Und Cutlets nochmal, verdammt. Ich habe eigentlich extra nochmal X gedrückt mit der Abricht. Ich wollte natürlich nicht schießen. Raphael, nee, aber D'Alessandro, der hat doch einen linken. Schade. Ja, wenigstens ein Eckball. So, Iraola. Okay. Ach, das ist doch unser Außenverteidiger. Aber meistens, also öfters schießen ja die Außenverteidiger die Ecken. Deswegen geht das schon klar. So, Halbzeit. Das 2:0 war natürlich schon wichtig. Ich würde sogar sagen, dass ein 1:0 verdient gewesen wäre. Ja, gucken wir uns mal die Stats an. Also wir sind sogar von Stats her überlegen. Ballbesitz, habe ich schon mal gesagt, habe ich eigentlich nie mehr. Egal wie überlegen ich bin, weil ich spiele halt immer sehr schnell aufs Tor zu. Aber jetzt von Schüssen her alleine, da hat er einen einzigen aufs Tor. Wir, glaube ich, 5. Naldo Raphael. Oder Nando oder sonst irgendwas. Und jetzt die Flanke. Sehr schön. Wir machen das 3:0 mit Lafita. Ich weiß gar nicht, was für eine Position der spielt. Überhaupt keine Ahnung. Also, ich weiß nur, Raphael, dann war dieser Alvaro und D'Alessandro ist unser Frontdreieck. Und sonst habe ich aber nicht sogar Iraola. Dann haben wir in der Innenverteidigung Abelor. Und jetzt, ah, schade. Raphael wäre schon schön durchgestartet. Lennon, ja, jetzt geht er über den Pace, aber hier sehr schön von Pilar. Ach genau, wir haben auch noch die Bundesliga-Seite mit Kier, also Kier Innenverteidigung. Jetzt durchgesteckt auf Raphael. Und komm, Raphael, push dich. Nee, schade. Aber hier sehr schön von Alvaro. Und, da haut er mich hier um. Aber Flanke wieder rein auf, von hinten, D'Alessandro. D'Alessandro, der Ball geht rein. 4:0.
Boah, also das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber nach anfänglichen Schwächen sind wir dann doch ganz gut abgegangen, muss ich sagen. Also, puh, hätte ich echt nicht mit gerechnet. Also, Iraola ist unser Rechtsverteidiger. Iraola ist übrigens auch ein guter, also da ist jetzt keine Schwachstelle. In der Mitte haben wir, glaube ich, Abeloa und Kjær müsste es sein. Cutlets Linksverteidiger. Jetzt hier wieder D'Alessandro, der gefällt mir übrigens richtig gut. Also, jetzt vor allem wegen seinem Positioning, nicht wegen seinen zwei Toren jetzt unbedingt. Weil er ist sehr oft am Ball. Wir können uns danach auch mal die Werte angucken. Ich kann mir vorstellen, dass er eine gute, viele Pässe gespielt hat. So, Elisseur rennt hier über die Außen. Aber da ist er in der Mitte irgendwer. Bardet ist unser ZDM, genau. Das weiß ich auch noch. Ah, verdammt. So, okay, das passt noch. Und jetzt sehen wir, da ganz außen läuft Pilar. Pilar. Und, ah, schade. Sehr, sehr schade. Marchetti kommt da gut raus bei ihm. Iraola wieder das Ding reingebracht. Und da kommt irgendwer. Ja, also das irgendwer, das habe ich in diesem Spiel ziemlich drauf. Also muss ich mal sagen, Raphael hier fast den Ball abgelaufen. Schade. Bardet. So. Jetzt hier Iraola. Elisseur ist halt. Opa, das macht er gut, macht er gut. Und das Ding ist auch drinne. Marco Reus macht hier das 4 zu 1, glaube ich. Eine frühe Flanke. Ich denke mal, er hat auch Flanke aus dem Halbfeld gedrückt. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber müsste so gewesen sein, sonst bringt er da keine Flanke in der Situation. Und wenn er sogar weiß, wie Flanke aus dem Halbfeld geht, finde ich die Führung noch besser. Weil ich meine, das wissen die wenigsten. Fragt euch mal selber, wisst ihr jetzt gerade, wie man eine Flanke aus dem Halbfeld macht? Ich meine, natürlich wissen das einige, aber ich kenne sehr viele, die auch sehr viel FIFA gespielt haben schon, aber die wissen nicht, wie eine Flanke aus dem Halbfeld geht, weil es die meisten einfach auch nicht benutzen. Hier durchgesteckt auf Alvaro, aber der kommt nicht ganz dran, schade. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen. Wie gesagt, mit so einem Team da machst du ganz schnell mal drei Tore. Ich meine, wir haben auch gesehen, wie schnell wir unsere Tore gemacht haben. Und das kann er mit seinem Team erst recht. Aber nicht so. Nicht so, mein Kleiner. So, Ochoa oder wie er heißt, konnte sich noch nicht unbedingt beweisen. Ah, schade. Jetzt hier drauf. Drauf, geht drauf, Cutlets. Sehr schön. Ja, da spielt er ein bisschen zu überhastet seinen Ball. Raphael jetzt hier wieder in die Spitze. Alvaro, Ball durchlassen. Ja, da wollte ich aber erstmal kurz einen Haken ziehen. Und jetzt hier vorne. Ah, nee, auf den wollte ich nicht. Ich wollte auf D'Alessandro wahrscheinlich. Bardet, Bardet, Bardet. Oh, scheiße. Ich weiß auch nicht, was er für ein Fuß ist. Also, wenn er Rechtsfuß ist, sollte man wahrscheinlich Longshots mit ihm lassen. War natürlich nicht die pornöseste Vorbereitung, aber der war schon ziemlich daneben. D'Alessandro wieder hier im Sturm. D'Alessandro ist wirklich sehr gut. Wenn er merkt, hinten wird der Ball gerade abgefangen oder so von mir, dann läuft er schön in den Sturm rein. Boah, ich dachte, er spielt schon nach vorne. Jetzt spielt er nach vorne. Ah ja, dann gehen jetzt aber auch so Dinger rein. Das ist ärgerlich. Wir müssen jetzt richtig aufpassen. 74. Minute. Ja, ist im Prinip ein 3 Chancen, 2 Tore Game momentan für ihn. Also in der ersten Halbzeit, das Poldi-Ding zähle ich halt noch dazu. Zweite Halbzeit hat er wirklich beide Chancen direkt genutzt. Ja, hier unser Flügel läuft nicht mit. Relativ ärgerlich. Upa, das hatte ich jetzt nicht vor. Nein, komm, Torwart, hol dir den Ball. Bloß keine Ecke. Ihr wisst aus dem letzten Gameplay vielleicht, was ich mit meinen Ecken habe. Ah, die Abstöße sind richtig mies und das ist gegen so Teams richtig gefährlich. Da läufst du halt, wenn deine Mannschaft gerade in der Offensivbewegung ist und der Gegner fängt den Ball halt ab. Das ist dann ganz böse. Zieh durch. Ach, schade. Den kriegt er noch irgendwie so nach hinten durch. Aber Alvaro, oder wie heißt er nochmal? Nee, ach, keine Ahnung. Ich komme so mit den Namen durcheinander. Ich meine unseren zweiten Stürmer, der nicht Raphael heißt. Der pusht sich ziemlich oft. Das gefällt mir ganz gut. Also der hat schon ein paar Mal noch einen Ball zurückerobert. Sehr schön. Sein Team ist auch eigentlich relativ teuer, fällt mir gerade auf. Also jetzt so für einen Anfang oder so. Müssen wir hier rüber spielen. Aber richtig schlechter Pass natürlich. Raphael aber wieder das Ding bekommen. Hier will er von hinten pushen. Ball durchlassen wollte ich machen. Ja, es war natürlich jetzt ein bisschen auf Risiko gespielt. Entweder fängt er das Ding ab oder ich bin durch. Jetzt war es leider so, dass er das Ding abfängt. So, sehr schön vom Außenverteidiger. Hier durch. Ah, wollte ich wieder Ball durchlassen, bin ich wieder nicht drauf gegangen. Auf den Außen aufpassen.
Raul Albiol und er flankt wieder, aber war keine gute Flanke, also war nicht mit Vorbereitung, einfach so halb aus der Drehung raus. So, Raphael. Raphael und jetzt hier durchgeschickt auf D'Alessandro. D'Alessandro geht auf die Reise. Ah, ja, doch, D'Alessandro. Ja, sehr schön. Sehr schön. 87. Minute, 5:2, so muss das sein. Noch ein Bogenschießen hier hinterher. Hier wollte ich gerade einen Chop machen. Hier sieht man es, Pupp. Und da dachte ich, der Ball ist weg. Aber da kommt D'Alessandro doch noch durch. Jo, unser ZOM räumt hier mal richtig auf. 3 Tore von dem Jungen. Raphael noch eins. Und wer noch? Noch irgendwer? Nochmal Raphael? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Gucken wir uns hier natürlich nach dem Spiel an. So, ja. Man, am Anfang hat er, glaube ich, ein bisschen versucht, so auf Passspiel zu spielen. Allerdings jetzt hier zweite Halbzeit hat er ja nur noch versucht, über Flanken zu spielen. So, Alvaro, Finesse, Lupf, ich wollte sagen, fällt er ins Tor? Ja, macht er. Alvaro macht das 6:2. Sehr schön. So muss das laufen. So, kleinen Haken hier drehen. Raphael, ah, das war natürlich eine miese Ballannahme. Na gut, das Spielchen hier ist zu Ende. Boah, fand ich geil das Spiel. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir ihn hier fackeln tun. Alessandro, Alvaro und Raphael, die beiden Bestbenotungen. Obwohl Alessandro natürlich mit einer 9,5 auch gut dabei. Lafita, genau, der hat auch ein Tor gemacht. Der ist rechtes Mittelfeld, alles klar. Wir können nochmal kurz auf die Spieldetails gehen. Ich denke, wir sind schon klar überlegen gewesen. Also von Spieldetails her auch. Und ja. Deswegen würde ich mal sagen, sehr schön. Haben wir hier mit unserem Fitness-Team mal schön aufgeräumt in der Liga. Und ja, was bleibt mir sonst zu sagen? Wir haben zu lange gebraucht, um Gegner zu finden. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einfach ein Like da, schreibt was in die Kommentare und besucht uns im Forum. Der Link ist in der Beschreibung. Also bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.